Na, Männer. Alles klar. Jawohl, Herr Karl! Ausgezeichnet. Situation ist folgendermaßen. Sie ist sehr, sehr gut, würde ich erstmal sagen. Vorneweg. 21. Mai, 21.20 Uhr. Und wir haben, wenn ihr die letzte Folge nicht verpasst habt, fast einen kompletten Konvoi zerschlagen. Jetzt müssen wir allerdings erstmal kurz abtauchen. Moment, beziehungsweise wir schauen hier nochmal nach den Rettungsbooten. Wir bewegen uns zu schnell, okay. Wir schauen gerade nochmal kurz die Rettungsboote durch. Wir stoppen mal. Ziel ist zu weit entfernt. Wo sind denn die Rettungsboote hier drüben? Wir schauen mal nach, ob vielleicht irgendwie ein Offizier dabei ist. Und dann geht es nochmal auf Tauchstation rundhorchen, denn es müssten... Also es muss auf jeden Fall noch der eine Tanker übrig sein. Außer der ist in der Zwischenzeit abgesoffen, aber da glaube ich nicht dran. So, kriegen wir das hin? Schon mal. Ach, na gut, nee, zum Wrack runter. Echt, da habe ich jetzt keine Zeit für. Rettungsboot. Wir schauen mal. Gut, ich meine, weil wir natürlich nette Leute sind. Wir nehmen mal zwei mit, oder? So, wie geht das jetzt? Zwei habe ich ausgewählt. Verlassen? Ja, okay. Zwei neue Überlebende an Bord. Man soll uns ja nicht nachsagen, dass wir irgendwie Unmenschen sind. So. Jetzt habe ich auch so ein bisschen die Orientierung verloren. Wir gehen nochmal auf Tauchstation. Einfach nur ganz kurz auf Seerohrtiefe runter, damit wir rundhorchen können. Wir entlasten mal die Besatzung hier so ein bisschen. Ja, okay, hat sich sowieso gerade schon pennen gelegt. Der Alte darf auch eine kurze Pause einlegen. Ruhepause. Dann brauche ich einen Horcher. Halbe Fahrt voraus. Oh, da haben wir einiges haben wir hier. Wert 21.000. Wir haben schon einiges versenkt hier. Moment mal, ist da jetzt eigentlich... Ah, der Tanker ist da noch nicht dabei. Oleander oder so ähnlich hieß der. So, dann schauen wir mal. Wir sollten ja hier jeden Moment was zu hören bekommen. Alle Maschinen stopp. Also ich vermute ihn hier irgendwo. Da ist er, das wird er sein. Und das dürfte dann tatsächlich der letzte sein. Konvoi? Genau, da wird ja auch der Konvoi jetzt angezeigt. Größe unbekannt. Er besteht nur noch aus einem Schiff. Ich weiß gar nicht, wie viel waren es am Anfang? 8 Stück, glaube ich. Also durchaus erfolgreich, die ganze Nummer hier. Dann schauen wir, dass wir drankommen. Moment, Kurs, wenn er nicht zu sehr zackt. Also Generalkurs ungefähr so. Heißt, wir fahren hier hin. Große Fahrt voraus, auftauchen. Mann, Mann, Mann. Also auch trotz der ganzen Fehlschüsse mit den Torpedos, was super ärgerlich ist, weil das echt auch einfach Geld kostet. Aber die Ausbeute war schon enorm, jetzt hier einfach alles wegzuknipsen und generell einfach diese ganze verrückte Situation. Der Geleitschutz hat sich einfach verzogen. Einfach abgehauen. Ich weiß auch nicht, ob das der Endpunkt war für den Geleitschutz. Und ab hier ist der Konvoi, da wird er quasi aufgelöst und wir haben genau den Zeitpunkt erwischt. Ich weiß wirklich nicht, was da los war. Ah, ich wollte ja gar nicht funken. Na, egal. Das ist jetzt auch wirklich egal, glaube ich. So. Gehen wir mal Gas. So, Kommandant ist erholt. Darf wieder auf die Brücke gehen. Zwei Matrosen dazu für maximale Sichtweite. Und dann dürfen wir den ja auch jeden Moment... Da ist er schon. So, und zur Feier des Tages kriegt ihr auch nochmal ein Torpedo spendiert. Das ist der Tanker, oder? Er ist gerade noch nicht oder nicht wieder identifiziert, aber das wird er wohl sein. So. Jetzt hat er uns entdeckt und fängt an zu zacken. Wir gehen mit der Geschwindigkeit runter. Schauen mal, dass wir... Ja, das ist eigentlich schon ganz gut. Ja, direkt alle Maschinen stopp. So, wir brauchen dann... wir haben doch gar keinen Torpedokurs. Nein, das ist ein anderer Empire Storm. Was ist denn aus dem... Wo ist der Tanker hin? Oder ist der doch abgesoffen? Kann das sein? Ja, schon möglich. Angeschossen war er ja schon. Aber gut, da müssen wir gleich nochmal rundhorchen. Dieselkompressor an. Wir sind schon gleich bei 80% Kursberechnung. Okay, schießen.
Schießen, schießen, schießen. Was haben wir denn noch zur Verfügung? T3, T2, T1. Hauen wir mal vielleicht den letzten T1 noch raus. Aufschlagzünder lassen wir einfach mal. Ja, wir machen es mit dem Aufschlagzünder. Lassen den schön schnell laufen. 3,5 Meter. Das passt schon. Und Rohr 4, los. So, alles im Wasser. Empire Storm. Dachte wohl, er kann sich davon schleichen. Aber der hat auch noch keinen Treffer kassiert. Also der hat, dem wäre es tatsächlich fast gelungen, hier einfach abzudampfen. Na, der wird doch wohl treffen. Und das war's. Der hat schon ordentlich gesessen. Reicht das schon? Wo ist unser Boot? Hier drüben. Junge, Junge, was für eine krasse Unternehmung heute. Schön, schöne Perspektive. Das wäre doch ein Vorschaubildchen hier. Sollen wir einen Moment abwarten? Ich glaube, der säuft ab, oder? Das wird nicht... Ja, okay. Alles klar. Schon evakuiert. Steht lichterloh in Flammen, das Ding. Können wir noch einen Blick in die Rettungsboote werfen? Na, oder braucht er noch einen mit der Bordkanone? Ah, wir haben ein bisschen Zeit. Uiuiui, was für... Ah, die Effekte, ne? Die gehen unter. Nicht von schlechten Eltern. Okay, der säuft ab. Da wird einem direkt warm. Ums Herz. Unpassend. Unpassend. Okay. Blick ins... Ach so, das Ziel sinkt. Rettungsboot zu weit entfernt? Seriously? Kleine Fahrt voraus. Hallo? Achso. So, schauen wir nochmal. Empire Storm Frachter Rettungsboot. Ja, wir nehmen trotzdem wieder einen mit. Es ist erstaunlich. Also es kam schon öfter in den Kommentaren jetzt, dass halt Offiziere mehr bringen. Aber ich hatte noch nie einen. Und habe ich doch schon ein paar von diesen Rettungsbooten durchsucht. Okay, dann gehen wir auch direkt nochmal auf Tauchstation. Gehen wir vielleicht tatsächlich ein bisschen weiter runter, in der Hoffnung, dass unser Kollege ein bisschen was zu hören bekommt. So, sind wir schon abgetaucht? Ach, ich hänge noch in der Ansicht von dem Frachter. Okay, alles klar. Gut. Weil irgendwie, ich bin halt schon der Meinung, also einer müsste hier noch rumdümpeln. Der Frachter von ganz am Anfang. Wobei, wir können gleich mal ins Logbuch schauen. Eingehend, Oleander, das ist er. Das ist er. Sieht man das, wo der gefunkt hat? Na gut, wenn der jetzt Gas gegeben hat, natürlich in der ganzen Zeit, dann kann schon sein, dass der relativ weit weg ist. Aber den würde ich schon gerne noch mitnehmen. Schauen wir mal. Er funkt ja noch. Kontakt. Wo? Wo ist der Kontakt? Das Rettungsboot wird ja damit nicht gemeint sein. Hier unten. Das sind die Kriegsschiffe. Das sind nämlich die ganzen Kriegsschiffe. Aber der Frachter, beziehungsweise der Tanker... Naja, es kann natürlich sein, dass der jetzt mittlerweile keine Fahrt mehr macht. Aber das da unten, das sind definitiv die Kriegsschiffe. Da bin ich mir zu 99,9% sicher. Und das hier oben wahrscheinlich auch. Aber der verdammte Tanker taucht nicht mehr auf. Okay.
auftauchen und wir gönnen uns noch so einen kleinen Suchkurs hier. Halbe Fahrt voraus. Und mal in die Richtung. Also ich habe ihn auf jeden Fall in diese Richtung abdampfen sehen. Und wenn er dann vielleicht irgendwo liegen geblieben ist, kann ja sein. So, dann brauchen wir auch nochmal hier ihn am Kartentisch. Kreiselkompass an, ganz vergessen. Wie spät haben wir es? Mitten in der Nacht, wir schalten auf rotes Licht aus, um Dieselkompressor dazu. Wechseln auf Dieselmotor. Okay. Und da vielleicht nochmal speichern. Ja gut, und selbst wenn wir diesen Tanker jetzt nicht mehr kriegen, ist auch kein Beinbruch. Wir haben hier ziemlich gut Schaden verursacht. Kompletten Konvoi zerschlagen und fast alle Schiffe versenkt. Ach stimmt, ich wollte hier mal... Okay, wir sind gerade unter Deck. Ach, die kann auch über 100% hochgehen. Oh, scheiße, scheiße. Die Genauigkeit der Navigation. So, das war jetzt natürlich nichts. Jetzt bin ich in die Zeitkompression reingeballert. Okay, dann müssen wir das vielleicht einfach vergessen, den Tanker. Sehr bedauerlich. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Okay, ich würde hier nochmal zum Ort des Geschehens zurück. Kleinen Suchkurs setzen. So, genau. Ihn hier nochmal schnappen, wie spät haben wir es? Können auf jeden Fall auf normale Beleuchtung umschalten. Dann Lenzen ist vielleicht auch mal fällig, würde ich sagen. So, können wir schnell manuell machen hier, oder? Achso, da geht schon jemand dran. Gut, vielen Dank. Was wollte ich genau hier ins Kriegstagebuch mal einen Blick reinwerfen? Da müsste das ja eigentlich drin stehen mit dem... Die Versenkungen müssten doch hier drin stehen, oder? Schornsteinrauch, Konvoi entdeckt, Kriegsschiffe entdeckt. Ach doch nicht. Doch hier, da stehen sie alle. Empire Trail. Gunner, Homer, Gulliver, Hunter, Stalwart, Brigade, Ransom, Storm. Verdammt, der Tanker fehlt. Ärgerlich. Legen Sie den Kurs an. Den kriegen wir nicht mehr. Ion, tu gut die frische Luft, was? Na. Vielleicht noch ein letztes Mal rundhorchen. Und dann würde ich, glaube ich, dazu übergehen, weil die Zeit auch langsam wieder knapp wird. Den Suchkurs müssen wir ja auch noch abspulen und vielleicht fährt uns ja auf dem Rückweg quasi nochmal ein bisschen was vor die Rohre. So. Einmal Ruhe im Boot. Das wurmt mich jetzt schon mit dem Tanker. Oder ist er das? Kurvt ungefähr hier rum. Versucht sich vielleicht nach Malta durchzuschlagen. Wir gehen nochmal hinterher. Auftauchen. Große Fahrt voraus. Schauen wir mal. Vielleicht kommen wir nochmal dran. 2.10 Uhr. Rotes Licht. Dieselkompressor. So, auf geht's. Aufgetaucht. Hier ist er rumgekurvt. Wenn er das war. Das könnte natürlich auch ein Kriegsschiff gewesen sein. So, jetzt ist die Frage. Also ich vermute mal, dass der Richtung Malta läuft. Dann hier nochmal rundhorchen. Nochmal runter. Zero-Tiefe. Was macht eigentlich der Sprit? 56%. Okay, da muss man sich, glaube ich, im Mittelmeer generell nicht allzu viel Sorgen machen. Dann er darf sich hinlegen und er ist ausgeschlafen, geht in den Horchraum. Wechseln auf E-Motoren, alle Maschinen Stopp. Und Ruhe im Boot. Na. Kontakt. Ah, aber das wird der doch nicht gewesen sein. Ha, 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 ha. Zieh mal eine an. Okay, dann müssen wir auftauchen. Der ist schnell unterwegs. Ob das wirklich der Frachter ist? Ich tippe eher mal vom Gefühl her auf ein Kriegsschiff. Aber wir müssen natürlich, da müssen wir natürlich einen Blick drauf werfen. Generalkurs ungefähr so.
denke, es ist ziemlich sicher, dass der nach Malta will. Einmal bitte. Sind wir schon aufgetaucht? So, Dieselmotoren laufen. Dieselmotoren überwachen. Matrosen dazu. Kreiselkompass an. Umschalten auf normale Beleuchtung. Dieselkompressor und Gas, Gas, Gas. Stopp! Nein, 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 nein! Ah. Wir hatten gerade den Kontakt. Okay. Dann hier nochmal kurz rundhorchen. Ich mache das jetzt alles ein bisschen schneller hier. So, Lärmquellen aus. Alle Maschinen stopp. Er müsste doch ungefähr hier sein in dem Bereich. Komm schon. Gib mir mein Ziel. Nee, oder? Verdammt, verdammt, verdammt. Schiffschrauben. Ist der uns echt davon gefahren? Also bis nach Malta muss ich dem jetzt auch nicht hinterher. Ja, okay, doch, muss ich. Ich muss es tun. Das ist halt schon weit weg. Ja, und wenn der so schnell ist, hey, das ist ein Kriegsschiff. Ganz ehrlich, wir werden umdisponieren. Und zwar, wir schippern hier einfach nochmal durch. Und dann schauen wir, dass wir hier unseren... die Patrouille noch abspulen. Und dann ab nach Hause. Und dann gibt's, wie üblich, gab's schon länger nicht mehr für jeden eine halbe Flasche Bier. Große Fahrt voraus. So. Diese Maschinen laufen an. Lassen uns nochmal in der Kombüse blicken. Ja. Ja, durchaus nicht unerfolgreich. Von den Torpedoversagern mal abgesehen. Die sind halt maximal ärgerlich. Auch durchaus ärgerlich, dass man hier immer mal wieder festhängt zwischen den Matrosen. Kann man den eigentlich nicht... Ah, es ist doch... Also manchmal... Ja, ja, ihr kennt das ja. So, aber ich glaube, so geht's, wenn man in die Außenansicht geht. Ah, jetzt hat er sich schlafen gelegt, oder? Ah, come on. Jetzt, okay. Nochmal auffüllen hier. Kombüse. Oh ja, hier haben wir ordentlich hier was weggefuttert. Dann geben wir ihnen hier nochmal maximale Auswahl. Das sollte sich ja ein leckerer Eintopf daraus zaubern lassen. So. Funken können wir auch. Also, sofern jemand am Funkgerät sitzt zumindest. Und dann drücken wir mal ein bisschen auf die Tube. Ja, nicht schlecht. Den ganzen Konvoi zerschlagen. Nur das mit den Kriegsschiffen. Also das muss mir mal... Moment mal, Moment mal, Moment mal. Okay. Alles klar. Zurück. War ziemlich genau hier. Das wird ja nicht... Der Tanker muss ja längst über alle Berge sein. Schauen trotzdem mal. Es können natürlich auch einfach unabhängig von diesem Konvoi irgendwelche Einzelfahrer sein. Echt zwecklos. Zwecklos. Nee, sorry Leute, mir geht jetzt auch einfach die Zeit aus und ich möchte die Feindfahrt noch vernünftig über die Bühne bringen. Deswegen jetzt mal nicht mehr ablenken lassen. Hier müssen wir ja nochmal hin. So. Kurz alles ein bisschen langsamer machen hier. Wo ist er denn? Hier. Kartentisch. Kreiselkompass. Dieselkompressor muss nochmal angeschmissen werden. Ja, Diesel wird dann tatsächlich, na gut, 38%. Wir fahren natürlich auch hier ordentlich, ne? Also mit großer Fahrt, das braucht natürlich viel. Und man kann das ja auch noch ein bisschen, so. So müsste eigentlich der Verbrauch ziemlich gering sein. Und auf langsame Fahrt habe ich jetzt einfach keine Lust. Ich will das hier hinter mich bringen. So. Dann müssen wir den Kram hier noch abspulen.
Tonnage haben wir ja längst erledigt. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr schon mal eine ähnliche Erfahrung hattet. Ach du Scheiße, nochmal eine große Gruppe. Okay, das funken wir natürlich durch. Ich glaube, da müssen wir... Das bringt nicht mehr viel, wenn wir da nochmal dran gehen. Wir haben, glaube ich, noch 2 Aale. Und vielleicht noch 7 Schuss für die Bordkanone. Also wir sind fertig für heute. Nee, also wenn sich es jetzt noch irgendwie so ergeben würde, dann kratzen wir da nochmal dran, aber... In erster Linie will ich hier die Patrouille abschließen. Man muss aber sagen, also scheint dann doch eine relativ ergiebige Nummer zu sein hier in dem Bereich. Wenn man sich das anschaut, da kommt schon ein bisschen was durch. Ist ja auch logisch. Ich meine, das ist hier recht eng und da muss ja alles durch. Wenn man da ein bisschen Geduld hat. Und wir hatten auch sehr viel Glück. Na, aber die Nummer mit den Kriegsschiffen, das wollte ich eigentlich sagen. Also wenn ihr das schon mal ähnlich erlebt habt, also das war bei mir totales... Das hatte ich einfach noch nie und das war völlig kurios in meinen Augen. So, jetzt gehen wir doch mal auf kleine Fahrt runter, um hier ein bisschen Sprit zu sparen. Also, dass die sich einfach verziehen. Und den Konvoi uns überlassen. Total erstaunlich. Habe ich auch keine sinnvolle Erklärung für. Außer halt, dass es vielleicht in der Spielmechanik so ist, dass da praktisch ein Wegpunkt war. Weil die sind ja dann auch irgendwie so komisch im Kreis gefahren, sind da irgendwie abgebogen. Dass da vielleicht tatsächlich der Zielpunkt des Konvois war. Und dass sich dann eben da einfach die Sicherung verabschiedet hat. Und genau in dem Moment haben wir den Konvoi aufgestöbert. Und dann war das einfach eine gemähte Wiese. Agmade Wiesen, ein gefundenes Fressen. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Weil selbst wenn die mit anderen U-Booten vielleicht beschäftigt gewesen wäre, da würden ja nicht alle Zerstörer und Kriegsschiffe so weit sich von dem Konvoi entfernen. Halte ich auch für unrealistisch. Also ganz komisch. Oder es war halt einfach nur schlicht und ergreifend ein Bug. Man darf nicht vergessen, wir sind hier immer noch im Early Access unterwegs. Aber sehr, sehr kurios das Ganze. So, wie viel haben wir denn schon? Fehlt nicht mehr viel. Ein bisschen schneller hier nochmal. Zur Not müssen wir die letzten 100 Kilometer eben segeln. Ja, jetzt kommt tatsächlich auch schon die Meldung. Für den Kraftstoffvorrat. Alarm? Wieso? Ach du Scheiße! Wie konnte das denn passieren? Okay, was machen wir jetzt? Wie konnte das denn passieren? Der ist ja jetzt... Wo ist er? Hier drüben. Pff, ja gut. Dann nehmen wir den halt noch mit hier. Oh Mann. Wegen der Kursgenauigkeit? Oder einfach halt wieder wegen meiner Ungeduld und der Zeitkompression? Wahrscheinlich letzteres, oder? Sag mal, geht die Kursberechnung eigentlich schneller, wenn ich hier noch Matrosen dazu stecke? Ich glaube schon, oder? Okay, den haben wir ja gleich. Ja, da haben wir nochmal einen Aal raus. Auch wenn jetzt natürlich Bordkanone prädestiniert wäre, aber wenn wir schon so nah dran sind und noch einen Aal haben. Hat der uns noch nicht entdeckt? Doch, der muss ja... doch klar, natürlich. Aber wenn wir da jetzt einfach schön nah dran gehen, dann passt das schon. Beide Maschinen AK bitte. So. Ja, so in etwa. So. Jetzt keinen Blödsinn mehr machen. Jetzt nehmen wir hier tatsächlich doch noch einen mit knapp 700 Meter. Ja, das sollte funktionieren, oder? Der kommt uns nicht aus. Dürfte nicht... Ja, wobei, das ist ein Liberty. Nehmen wir wieder Aufschlagzünder. Ah, hier kann man auch noch... Ah, okay, hier kann man quasi diesen Folgesuchkurs auch noch einstellen. Ist ja interessant. Interessantes Feature. Okay, ja, passt schon. Rohr 1, los. Kleine Fahrt voraus. Sauber. 30 Sekunden. Einfach noch so eine Mitnahme. Hoff mal, der trifft. Super schön hier mit der Sonne. Das Ziel vor Augen. Komm schon, triff.
10 Sekunden bis Einschlag. Ja. So, Rest machen wir mit der Bordkanone. Kriegt ihr auch noch ein bisschen was zu tun hier. Feuer an Deck. Schwere Schäden am Rumpf. Wird noch nicht ganz gereicht haben, oder? Das ist ein relativ dicker Pott. So. Runterklettern. Ja, hat sich doch gelohnt. Shit. Hat sich gelohnt, die Feindfahrt. Also definitiv. So, hier noch ein bisschen Verstärkung dazu. Und Feuer frei. Wie viel Schuss? Ah, wir haben da doch noch. 10 Schuss haben wir jetzt noch. Langsame Fahrt voraus. Schneller, schneller! Hard Backboard. Legen Sie den Kurs an. Ja, der dürfte, denke ich mal, auch nochmal so um die 6000 haben. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Hat sich gelohnt. Und irgendwie, also zumindest gefühlt, deutlich mehr los als auf den letzten Feindfahrten. So, das war's auch schon. Swift ab. Sehr gut. Dann können wir hier nochmal beim Rettungsboot vorbeischauen. Und wieder kein Kapitän. Na gut, ich meine, die sollen ja auch eigentlich bis zum Schluss an Bord bleiben, nicht wahr? Wenn man es ganz genau nimmt. Schön. Da säuft er ab. Okay. Jetzt aber. Sind wir noch im Operationsgebiet? Ja, müsste doch jetzt... Okay, das, glaube ich, passt dann auch. Diesel 18%. Wir müssen so oder so nach Hause, ob wir wollen oder nicht. Kleine Fahrt voraus. Okay, wir können natürlich... Wir können auch einfach mal auf die E-Motoren umschalten zwischenzeitlich. Wir setzen mal Heimatkurs. Hafen von La Spezia. Der setzt aber auch einen komischen Kurs. Ist das wirklich der kürzeste? 490? Und wenn man praktisch gerade fährt... Ja, tatsächlich. Also er scheint automatisch einfach den kürzesten Weg zu suchen, oder? Kann das sein? Na gut, wir gehen mal tatsächlich auf E-Maschinen. Langsame Fahrt. Zeitkompression, aber wir sind noch zu nah dran, oder? Okay, jetzt. So, E-Maschinen sind leer. Also, nicht die E-Maschinen. Batterien. Akkumulatoren. Na, schauen wir das noch? Ah, easy. Easy, nochmal umschalten auf E-Maschinen. Einmal leer saugen. Und wieder mit kleiner Fahrt weiter. Ah, Patrouille abgeschlossen. Haben wir sie? Ja, habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Okay, gut. Das sollte man natürlich schon noch durchfunken hier. Einmal ans Funkgerät, bitte. Wieso kann ich den jetzt nicht ans Funkgerät setzen? Was ist da los? Was ist da los? Kapitän? Hä? Ich habe hier weder Funkerei noch... Ach, weil die Maschinen leer... weil Batterie leer ist. Deswegen. Okay, verstehe. Oder? Genau. Okay, macht Sinn. Alles klar. So, Funkraum. Und einmal durchgehen. Einmal durchgeben, dass wir hier Patrouille abgeschlossen haben. Und die letzten Versenkungsmeldungen noch dazu. Gut, hat gefunkt. Dann ab nach Hause, jetzt aber wirklich. Kriegen wir noch hin, oder? Geringe, achso. Egal. Ab nach Hause. Und dann kriegt jeder erstmal eine halbe Flasche Bier spendiert hier vom Kommandanten höchstpersönlich. Hätte ich nicht gedacht, dass man im Mittelmeer tatsächlich so viel Kraftstoff verfährt. Okay, wir hätten jetzt mal die Milchkuh ausprobieren können, ne? Habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, beim nächsten Mal. Gut. Bringen wir es hinter uns. Zeit für eine Pause. Zeit für eine Pause. So sieht das aus hier mit 12-facher Geschwindigkeit. La Spezia voraus. Sehr schön. So, komm. Gehen wir Gas. Melde mich zum Dienst.
Ich denke, er dockt sowieso automatisch an, oder? Wenn ich direkt hier auf den Hafen geklickt habe, müsste das eigentlich funktionieren, hoffe ich mal. Wir speichern nochmal. Bin gespannt auf die Tonnage. Das will ich jetzt unbedingt wissen, wie viel wir tatsächlich versenkt haben. Kann sein, dass der hier irgendwo festhängt? Kann das... So. Wird schon schief gehen. Und zack, angedockt. Ausgezeichnet. So, dann gehen wir mal von Bord. Aufstehen. Und schauen mal beim Offizier vorbei. Na komm. Ja, gute Arbeit, Männer. Keine Verluste gehabt. Ein, zwei Wasserbomben auf den Deckel bekommen, aber nichts, also keine Treffer. Kein einziger Schaden entstanden. Also zumindest bei der einen Serie, die wir zwischenzeitlich hatten, hat mich das schon gewundert. Die waren schon ganz schön nah dran. So. Und dieser Konvoi, ich bin immer noch relativ fassungslos, muss ich sagen. Dass sich der Geleitschutz da einfach auflöst und wir mit der Bordkanone da einfach einen nach dem anderen versenken können. Er hat keine Beine. Und das Auto ist auch ein bisschen im Beton versunken. Okay. So, dann schauen wir doch mal. Ah ja, genau. Orden wird es wahrscheinlich auch ein paar geben hier. Ritterkreuz mit Eichenlaub. Schlacht im Mittelmeer. Gar nicht schlecht. 90.000 von 100.000 haben wir jetzt. Ich weiß nicht, wie viele Stufen es da gibt, bis wir das Ding tatsächlich mal abgeschlossen haben. Zusätzliche Belohnungen. Empire Trail versenkt. Okay, da irgendwie so Intel quasi. Also Informationen, die wir irgendwie noch mit aufgeschnappt haben. Es transportierte Tabak von Gibraltar nach Malta und hatte eine Tonnage von fast 6.000. Okay, da haben wir auch wieder noch so eine Zusatzmeldung dazu. Das gibt immer noch ein bisschen Kohle dazu. Ich meine, das ist immerhin fast ein Torpedo. Darf man also nicht vernachlässigen. Okay, Gesamttonnage. Der Homer. Tabak. Werkzeuge. Werkzeuge, Lebensmittel, Tee, Lebensmittel. Okay, dann schauen wir doch mal. 16.000 und 100% hier, also einen weiteren Ansehenspunkt. Dann haben wir jetzt zwei, damit können wir richtig was veranstalten. Das ist sehr, sehr cool. Dann Tonnage, wo steht's denn? 44.257, hätte ich tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Aber okay, da war dann doch relativ viel Kleinzeug dabei. Diese NA1, die bringen halt nicht so viel. Liberty, 7.000. Noch ein Liberty mit über 7.000. Was mich tatsächlich, also der Tanker wurmt mich schon ein bisschen, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist schade, dass uns der dann am Ende doch entkommen ist. Okay. Doch relativ ereignisreich, die ganze Geschichte. So, den administrativen Kram, das mache ich natürlich wieder außerhalb der Aufnahme, aber hier würde ich gerade mal reinschauen. Wir haben zwei Ansehenspunkte. Da könnte man noch einen weiteren Offizier mitnehmen. Ist natürlich schon komfortabel. Aber vor allen Dingen hier, das hier hätte ich auch super gerne. Den nehmen wir direkt mal. Freie Fahrt. Dieses Privileg würde es uns erlauben, Häfen auszulaufen, ohne Befehle vom Oberkommando zu erhalten. Also da kann man auch einfach mal so irgendwo anders hin. La Rochelle zum Beispiel. Dann müsste man da auch auftanken können, Torpedos aufnehmen. Also dann kann man sich da selber so ein bisschen mehr Freiheit nehmen, unabhängig von den Befehlen, die man bekommt. Weil aktuell ist mir noch nicht gelungen, hier wieder rauszukommen aus der ganzen Mittelmeergeschichte. Hat mir zwar jetzt bei dieser Feindfahrt ganz gut gefallen, aber ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Langfristig würde ich schon ganz gerne wieder woanders hinkommen. Also auf jeden Fall mal nach La Rochelle. Und das eröffnet uns halt das zumindest. Da kann man zwar keine Mission beenden, aber man kann da einfach mal so vorbeischauen und auch direkt wieder auftanken. Naja, und den nehmen wir halt auch noch mit. Also das andere ist ja noch eröffnet die Möglichkeit, weitere Offiziere zu entsenden. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm, wenn das mit der Forschung insgesamt ein bisschen länger dauert. Also ich muss jetzt nicht an zwei Forschungen gleichzeitig arbeiten können. Und außerdem ist es ja sowieso so, dass man ja auch einfach die Matrosen dorthin schicken kann. Man ist ja gar nicht auf die Offiziere angewiesen in der Regel. Passt schon, den nehmen wir auch noch mit. Und das passt, würde ich sagen. Wir können hier schon mal reinschauen, was wir zur Verfügung haben an neuen Befehlen. Ja, wir bleiben halt weiterhin im Mittelmeer. Rund um Malta wären die nächsten Optionen.
Und ja, Spionage habe ich einfach keinen Bock drauf. Das macht mir keinen Spaß. Gut, ich wähle noch nichts aus, sondern ich mache ja sowieso noch, ich fülle das Boot noch wieder auf, tanken, Mannschaftsurlaub und vielleicht haben wir dann, wenn da die 2 Wochen vergangen sind oder wie lange das dauert, nochmal ein bisschen was anderes zur Auswahl. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch, uns verlegen zu lassen hier irgendwie nach Richtung La Rochelle. Na schön, aber das soll es erstmal gewesen sein für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Macht's gut. Da steht bei mir, Jungs! Hier kommt in die Zeitung! Danke, meine Herren!